Warte mal, stopp. 52. Achso, okay. Pegel, Pegel. Pegel 1, 2, 3, Pegel 1, 2, 3. Du hast gestern alles wieder zugestellt, oder? Ja, ja, hab ich. Pegel 1, 2, 3, Pegel 1, 2, 3. Zeit für ein Cola Zero oder willst du los? Nee, ich mach jetzt kurz das Intro und dann Cola Zero. Einfach nur das Intro. Pegel 1, 2, 3, Pegel 1, 2, 3, Pegel. Pegel 1, 2, 3, Pegel 1, 2, 3, Pegel 1, 2, 3, go. So viele haben auf folgenden Satz so lange gewartet. Ich sag ihn für euch, okay? Genießt ihn. Hier kommt der neue Audi e-tron. Ja, hier kommt er. Endlich, nach 4 Jahren. Und ich werde euch erzählen, was er kann. Und er kann viel, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht. Und er hat auch noch einen neuen Namen. Also Audi räumt jetzt richtig auf. Ob das zu euch passt, ob das für euch genug ist, das werdet ihr nur hier erfahren in diesem Video in Carmaniac-typischer Detailgetreue. Also, ich freue mich über jeden einzelnen neuen Abonnenten auf dem Kanal. Legen wir los, denn wir haben einiges vor. Ich habe euch einiges zu erzählen. Herzlich willkommen bei Carmaniac. Eines vorweg, Audi rasiert mal so richtig. Also das hätte ich nicht gedacht, als ich das Datenblatt vom Fahrzeug angeguckt habe. Jetzt aber zunächst mal die Optik, wo ihr sicherlich sagen werdet, Moment, was ist denn jetzt da anders? Kann ich euch beantworten, eigentlich gar nichts, eigentlich in Klammern, weil es gibt neue Funktionen vom Scheinwerfer, das werde ich euch noch zeigen, aber generell gesehen hat er, obwohl es eigentlich Facelift heißt und im Rahmen eines Faceliftes immer die Scheinwerfer auch mit modifiziert werden, keine Modifikation der Scheinwerfer erhalten. Die Hauptmusik spielt in diesem ganzen Stoßfängerbereich. Da ist eigentlich alles neu. Vom Audi-Zeichen über den Kühlergrill bis über die Lufteinlässe und sogar die untere Kante. Man hat hier eine signifikante Verbesserung der Effizienz angepeilt und auch erreicht. Wie genau, das werden wir dann im Dezember bei der Fahrpräsentation auf jeden Fall noch zeigen bzw. selber ausprobieren. Aber es heißt bis zu 40% mehr. Bei welchem Modell, das sage ich euch gleich. Fakt ist jetzt schon mal, ihr seht, der Kühlergrill ist ganz anders. Audi hat aus folgendem Grund auch die Scheinwerfer nicht modifiziert, dafür aber den Kühlergrill. Sie haben sich sehr, sehr viele Kundenfeedbacks eingeholt und darauf basierend diese Modellpflege gemacht. Die Kunden haben nie die Scheinwerfer kritisiert. Verstehe ich auch, weil die sind auch wirklich sehr, sehr schön. Allerdings hätte ich mir jetzt persönlich, als ich reingekommen bin, schon so eine kleine Modifikation gewünscht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, hier so eine schwarze Umrandung oder irgendwie so ein kleines bisschen was, damit man schon so auf Anhieb erkennt, das ist der neue e-tron, weil anhand der technischen Daten kann man das schon als neuen e-tron bezeichnen und ja auch mit der neuen Modellbezeichnung ist es ja eigentlich ein neuer e-tron. Enttäuschend ist es nicht, weil dafür sind die Scheinwerfer zu schön, aber so ein kleines Detail hätte man sich gewünscht. Hier vorne haben dann aber die Kunden gesagt, hey, mir sieht der Kühlergrill zu verbrennerlastig aus. Mir hat er persönlich auch nicht gefallen. Ihr wisst, ich bin e-tron-Fahrer, ja, der allerersten Stunde nicht. Das war aber 2020 oder 19, wann habe ich den geholt? 2019? 19. September 19. Den e-tron Sportback, das war mein erstes so richtig langstreckentaugliches und tolles Elektroauto. Und er war bislang eigentlich auch trotzdem noch am Zahn der Zeit, obwohl er nun wirklich einige Jahre auf dem Buckel hat und beim Elektroauto sind 4 Jahre sehr, sehr viel. Der e-tron ist der Pionier der Elektroautos im Oberklassesegment. Das kann man definitiv so sagen, nach wie vor mit einer Ladeleistung, die viele immer noch nicht so nachmachen können. Also auch beim alten Modell, jetzt beim neuen Modell dann erst recht. Also der hat sich schon wirklich sehr, sehr gut gehalten und jetzt hat er eben diese Auffrischung bekommen. Da sehen wir zum Beispiel auch diese zackig wirkende Unterlippe. Das macht das Ganze so ein bisschen dynamischer. Wir haben dann auch diesen Single-Frame-Drill hier, ne, diese Einlage. Also ihr seht das schon und das endet dann in so einem U quasi mit diesem Streifen und dem unteren horizontalen, damit der Wagen ein bisschen muskulöser aussieht. Das ist jetzt sozusagen der Nachfolger des e-tron S, den ich ja schon gezeigt habe mit 3 Motoren und der vielen Power. Diesen Grill kann man dann alternativ auch in Schwarz nehmen, wenn man sagt, das ist mir zu viel Grau. Auf jeden Fall wirkt das Ganze jetzt schon viel stimmiger, mehr nach Elektroauto tatsächlich. Also es sieht nicht aus wie ein, weiß ich nicht, wie ein Q5, Q6 oder was man auch immer da assoziiert hat. Was euch aufgefallen sein wird, das Logo ist neu. Das ist aber hinten anders neu als hier vorne. Das liegt daran, dass man gesagt hat, hey, dann packen wir doch einfach den Abstandsradar
hinter das Audi-Logo, deswegen sieht das so aus. Also es sieht eigentlich aus wie diese Paneele, kennt ihr ja, für den Abstandsradar, der bei anderen Autos immer irgendwo im Kühlergrill ist, den hat man jetzt hier versteckt. Hat man sehr richtig gemacht, weil da jetzt nicht irgendwo noch so eine Paneele rumlungert, sondern einfach das dahinter versteckt ist und es sieht auch sehr, sehr schön aus. Das ist so einfach komplett glatt. Die Vorderkamera seht ihr ja auch und natürlich, was euch aufgefallen sein wird, diese Lichtleiste. Audi arbeitet da ein bisschen anders als Mercedes. Mercedes hat die vorne komplett durchgehend, also beide Scheinwerfer sind verbunden miteinander. Hier hat man das unten in den Kühlergrill eingearbeitet, was dann auch so eine Lichtprojektion von oben eben auf das Audi-Logo drauf wirft. Und das ist mal was anderes auf jeden Fall, weil viele arbeiten ja jetzt mit dieser durchgehenden Lichtleiste. So habe ich das jetzt bislang noch nicht gesehen. Das ist so ein bisschen wie so ein beleuchteter Kühlergrill, ja, so wie das zum Beispiel Skoda macht mit dem Enyaq. Gut, dann kommen wir jetzt mal noch zu kleinen Details und dann zeige ich euch die neue Modellbetitelung und bin sehr, sehr neugierig, was ihr dazu sagt. Hier sehen wir natürlich die Verbreiterung des S-Modells, so wie es bisher war, ja, damit die Luft da schön dran vorbeiströmt. Und wenn du ein bisschen runtergehst, Francesco, dann können wir vielleicht noch diese Radspoiler zeigen. Hier sind unten nämlich solche Radspoiler, die dafür sorgen, dass der Luftfluss umso besser um das Auto herumgehen kann, was dann dafür verantwortlich sein soll, dass wir hier bis zu 40% bessere Effizienz haben, als das bisher der Fall war. Ja, und das tut dem e-tron nicht schlecht, denn was er sehr gut konnte, schon immer ist Nachladen, was er jetzt nicht so brillant konnte, war das Thema Effizienz. Ich finde, man hat immer sehr übertrieben dabei, wenn der kritisiert wurde, aber er war halt nicht der Effizienteste. So, schaut mal hier, jetzt mal ohne Worte, geh mal auf die Modellbetitelung, Francesco, dann schauen wir uns das mal an. Was sagt ihr dazu? Was steht da? Da steht Q8. Ich war doch schon sehr, sehr verwundert darüber, als ich das gesehen habe, denn es gibt ja schon den Q8 bei Audi. Ja, kennt ihr? Der mit dem dicken Hintern, der mit der durchgehenden Lichtleiste, schon ein ziemlicher Blickfang. Gibt es natürlich nur als Verbrenner oder auch wahlweise als Plug-in-Hybrid. Jetzt hat man die Modellbezeichnung in die Elektromobilität rübergezogen und so heißt dieser hier halt Q8. Das ist der normale e-tron. Den gibt es natürlich dann auch nochmal als Sportback. Und jetzt gehen wir mal ans Heck vom Sportback hier vom e-tron S, der ja jetzt nicht mehr e-tron S heißt, sondern der heißt, jetzt noch abgefreakter, SQ8. Seht ihr das? Das ist das Erste, was mir ins Auge gestochen ist und ich fand es schon sehr interessant. Also da hat man sich schon echt was getraut, weil wenn du jetzt ins Autohaus gehst, wer jetzt noch ins Autohaus geht, aber ich finde diesen klassischen Gang ins Autohaus beim Neuwagenkauf schon noch sehr schön, dann sagst du, ich möchte einen SQ8 und dann fragt der Verkäufer dich erstmal, ja was für einen, weil du könntest ja auch den Verbrenner wollen. Du musst sagen SQ8 oder Q8 e-tron. Das musst du dazu sagen, dann weiß der Verkäufer, dass du die elektrifizierte Variante möchtest. Also ich bin noch nicht so ganz warm geworden mit dieser Bezeichnung, weil e-tron, das hat schon eine Bedeutung gehabt immer schon und ich finde, der hätte auch e-tron bleiben können. Man hat jetzt hier natürlich nicht mehr die Typenbezeichnungen wie zum Beispiel 55 Quattro oder 50 Quattro, wie das bisher so war, sondern also einfach nur Q8 oder eben SQ8. Das, was ihr hier seht, ist die S-Line. Es gibt nur noch ein Paket darunter, die Basisausführung hat man weggelassen bei dem Fahrzeug. Das heißt, es gibt nur noch zwei Pakete, entweder diese normale, die heißt glaube ich Advanced, wenn ich mich nicht irre, und dann halt die S-Line oder den S per se. Hier sehen wir das auch, so sieht dann das in schwarz aus, wenn man das halt so haben möchte, mit diesen kleinen schwarzen Einlagen hier. Und die e-tron-Schriftzüge, wie zum Beispiel vorne, hier unten, ne, oder auch seitlich an der Ladeklappe, die sind nicht mehr orange, die sind jetzt schwarz. Also man hat sich von dieser orangenen Kennzeichnung verabschiedet. Genauso gibt es dann auch die Bremsen nicht mehr in dieser Farbe. Ihr habt ja gewusst, mein Sportback, den ja dann der Francesco gefahren hat, da hatte er ja diese großen orangenen Bremssättel, die sind weg, die gibt es jetzt in Rot oder in Schwarz. In Schwarz sehen wir sie drüben beim ultimativ blauen, so heißt die Farbe, e-tron, ja, in Schwarz oder halt in Rot. Je nachdem könnt ihr dann in Wagenfarbe auf jeden Fall kombinieren. Jetzt sagt mir mal bitte, was haltet ihr von der Modellbetitelung? Hätte man da was anderes nehmen sollen oder nicht? Mercedes macht das ja auch so in Anführungsstrichen falsch, obwohl falsch jetzt das falsche Wort ist, aber die haben ja auch bei der AMG-Variante für EQS und EQE dieses 53 genommen, also übernommen aus der Verbrennerwelt. Und ich finde das ein bisschen unharmonisch, weil 53 zu der Power nicht passt. Und
hier finde ich, also Q8, wenn man Autos kennt, hat man mit Q8 einfach ein anderes Bild im Kopf. Und es wird eine sehr lange Weile dauern, wenn er es überhaupt schafft, bis dieses Bild sich bei mir ändert, als dass ich den Q8 e-tron nenne. Ich werde ihn immer der neue e-tron nennen, nicht Q8. Das ist so, leider. Die Heckleuchte ist, wie ihr sehen könnt, auch komplett so geblieben, wie sie war. Kann ich aber auch verstehen, denn die sieht einfach immer noch modern aus. Gerade so als Sportback ist dieses Auto immer noch letzten Endes saumäßig schön und auch futuristisch. Es ist halt einfach eines der schönsten SUV, die es gibt. Nicht umsonst bin ich den Wagen ja so gern gefahren und dann der Francesco natürlich auch. Wir haben nach wie vor 1,8 Tonnen Anhängelast und haben hier unten diese vertikalen Streifen als Diffusor. Ansonsten muss man schon wirklich zweimal hinschauen. Also der, wer sich nicht auskennt, wird das nicht gleich wissen, dass es sich hier um den neuen e-tron handelt. Vielleicht super in unserer deutschen Neidgesellschaft. Wenn man sich den neuen holt und dann vor die Haustür stellt, dann kann der Nachbar nicht gleich sagen, schau mal, der Meier, der hat schon wieder ein neues Auto. Na, das ist dann sozusagen, um den so ein bisschen zu beschwichtigen, während man selber weiß, dass hier krasse Technologie drunter schlummert. Und zu der kommen wir jetzt. Wenn ihr übrigens nach Autos sucht, nach e-trons ganz speziell. Die wurden ja immer zu einem sehr guten Leasing rausgegeben, so phasenweise. Deswegen ist er auch so beliebt. 150.000 verkaufte Einheiten. Ich kenne kaum einen Menschen oder gar keinen Menschen, der nicht zufrieden mit diesem Auto war. Könnt ihr auf Evium vorbeischauen, auf meiner Gebrauchtwagen-, Neuwagen- und Vorführerfahrzeug-Plattform, wo ihr also nur Elektroautos findet und auch natürlich noch sehr viele e-trons von unseren Händlern. Einerseits auch, falls ihr die Lieferzeit nicht abwarten wollt und noch die Umweltprämie mitnehmen, dafür muss es aber ein Neuwagen sein. Oder ihr könnt einfach auch konfigurieren. Sobald der hier im Konfigurator ist, könnt ihr den auch mal konfigurieren und einfach mal zu gucken, wo ihr da preislich landet. Ja? Gut, dann haben wir das. Jetzt kommen wir zu den technischen Daten. Also, bisher war es folgendermaßen, um es mal kurz zusammenzufassen. Der e-tron, den gab es in zwei Varianten. Einmal den 50er und einmal den 55er und den S. Der S hatte aber genauso viel Kilowattstunden wie der 55er. Ja? Das heißt, wir hatten irgendwas knapp um die 60, ich glaube, nee, knapp um die 70, Entschuldigung, 72 Kilowattstunden bei der 50er Variante. Dann waren es 86 Kilowattstunden bei der 55er Variante und auch beim e-tron S. Nur der hat halt mehr verbraucht, deswegen konnte er weniger davon nutzen, so letzten Endes. Hatte sogar 80 Kilometer weniger Reichweite als der normale 55er. Jetzt ist der Einstiegs-e-tron, der 50er, aber das blende ich euch alles nochmal ein, damit ihr das richtig sortieren könnt. Der 50er Einstiegs-e-tron hat jetzt genau den gleichen Akku wie der bisherige 55er. Also er kriegt sozusagen den Akku vererbt, das ist ein NMC-Akku, hat genauso dieselbe Bruttokapazität, also 95 Kilowattstunden. Davon sind aber dann nicht 86 Kilowattstunden freigegeben für euch, sondern 89 Kilowattstunden. Ihr habt also fast 90 Kilowattstunden jetzt mit der Einstiegsvariante und das sogar bei 40% besserer Effizienz. Das ist schon krass, weil bisher habt ihr halt so, sag ich mal, 320 Kilometer mit dem Auto geschafft. Jetzt habt ihr noch mal 3 Kilowattstunden mehr. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass ihr die auch viel besser nutzen könnt, weil man halt eben den ganzen Antrieb effizienter gemacht hat. Also nicht nur die Akkus größer, man hat auch zum Beispiel, also größer von der Kapazität, weil von der Größe ist es nicht größer. Das ist auch so eine Sache. Man hat nämlich innerhalb der Zellen die Amperestunden erhöht von 60 auf 72. Das hat man geschafft, indem man von der Winding Technology auf die Stacking Technology gegangen ist. Das heißt, wenn ihr euch so eine prismatische, oder so eine, eigentlich nicht eine prismatische, Entschuldigung, sondern so eine rechteckige Zelle vorstellt, kann man natürlich den Platz besser nutzen, wenn man stapelt, weil man kann von links bis rechts komplett durchstapeln innerhalb dieses Kastens, wie als wenn man windet. Ne? Winding war es ja bisher. Das heißt, wenn man etwas windet, dann bleibt ja links und rechts immer etwas Luft. Und somit hat man von 60 auf 72 erhöht und hat jetzt bei gleicher Größe der Batterie aber wesentlich mehr Kapazität, vor allem bei den größeren, zu denen kommen wir gleich. Also ihr habt jetzt 89 Kilowattstunden netto nutzbare Kapazität beim 50er e-tron. Thema Laden, dazu kommen wir gleich, da gibt es nämlich auch noch Unterschiede. Dann kommen wir zum 55er e-tron. Der hat jetzt anstatt 86 Kilowattstunden wie bisher nutzbare 104 Kilowattstunden netto Akkukapazität. Und das ist eine extrem gute Nachricht, die mich sehr freut für alle e-tron-Fahrer, denn nicht nur effizienter, sondern auch fast 20 Kilowattstunden größer ist der Akku. Das heißt, damit schafft ihr, wenn ihr nicht allzu sehr übertreibt auf der Autobahn, vor allem durch die bessere Effizienz jetzt,
so sage ich mal, 80 Kilometer mehr auf der Autobahn. 320 hat man bisher so ungefähr geschafft, realistisch. Und jetzt geht das so auf 400 hoch. In WLTP ist das wesentlich mehr, aber ihr wisst, ich bin kein großer Fan von WLTP-Werten, weil die erreichen wir irgendwie nie. Ja, in WLTP sind bis zu 600 Kilometer möglich bei der 55er-Variante. Also es gibt ja den Einstieg, den 50er, den 55er und dann natürlich noch den S. Und der 55er, also der mittlere, ist natürlich der Reichweitenkönig, weil er die 104 Kilowattstunden hat und nicht die drei Motoren. Deswegen ist er halt eben derjenige, der am weitesten kommt. Also 600 Kilometer bei der Sportback-Variante und 580 Kilometer bei der normalen SUV-Variante. Also die Karosserieform bringt euch letzten Endes beim Sportback 20 Kilometer Vorteil. Und einen Huni abziehen könnt ihr bei dem kleineren Akku. Also der 50er schafft dann 480 bzw. 500 Kilometer. Und damit schafft der Einstiegs-e-tron schon in der Basis 40 Kilometer mehr, als es bisher der 55er geschafft hat. Das sind sehr viele Zahlen, ich weiß. Für euch zu merken ist einfach nur, dass ihr jetzt mit dem Einstiegs-e-tron ein viel besseres Paket habt als bisher mit dem Top-e-tron, mit dem 55er. Einfach durch die bessere Effizienz und den größeren Akku. Wer sich für den S entscheidet, der muss natürlich auch mit einem gewissen Reichweiteneinschnitt leben. Wie gesagt, 80 Kilometer gehen da leider nach wie vor ab bei dem Fahrzeug. Das ist halt nun mal so. Also jetzt im Gegensatz zu dem 55er e-tron, der ja die 600 Kilometer schafft, müsst ihr halt abziehen. Ist so. Wir haben wahrscheinlich dann 22 Zöller, wenn ihr den nehmt. Dann natürlich noch die drei Motoren. Das kostet einfach ein bisschen Effizienz. Jetzt kommen wir mal zum Thema Nachladen. Und da gehen wir mal an an das Ladeport, wo wir ja jetzt nicht mehr den orangefarbenen Schriftzug haben. Ich hoffe, er geht auf. Ja, er geht auf. Natürlich wieder beidseitig. Einmal für AC-Laden. Das ist sehr praktisch für uns in Deutschland. Wenn ihr an einer städtischen Ladesäule parkt, parkt ihr in Fahrtrichtung. Und dann ist die Ladesäule da, wo ich stehe oder da, wo der Francesco steht. Auf jeden Fall musst du das Kabel nicht über die Motorhaube ziehen. Deswegen finde ich so beidseitige Lösungen sehr, sehr praktisch. Und auf der anderen Seite, welche ja diese Seite, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechne, rein von der Logik her, na doch, das ist auch genau die Seite. Gehen wir mal auf die CCS-Seite. Hier ist es so, wenn ihr über eine städtische Ladesäule ansteckt oder an der heimischen Wallbox, dann habt ihr bis zu 22 kW Leistung. Das ist aber schon bei dem bisherigen e-tron so gewesen. Am Anfang nicht, da konnte er 11 kW und dann hat man diese 22 kW Option nachgeliefert, aber auch optional. Also dafür müsst ihr was draufzahlen. Ja, hier könnt ihr aber auch Typ 2 laden. Also auf beiden Seiten eigentlich, je nachdem wie ihr gerade parkt, vor allem zu Hause an der Wallbox, spielt es keine Rolle, weil ihr das beidseitig könnt. Das geht natürlich auch mit einem Juice Booster, wenn man unterwegs ist. Da können wir mal zum Beispiel hier gucken, damit ihr wisst, was ist so eine Drehstromsteckdose für all diejenigen, die neu sind in der Elektromobilität. Da könnt ihr so einen Juice Booster hier anstecken an so eine rote Industriesteckdose und dann sozusagen am Hotel zum Beispiel laden oder wo ihr auch immer seid, so eine Ladesäule zum Mitnehmen für unterwegs. Sehr hitze- und auch kältebeständig, verlinke ich euch unten in der Beschreibungsbox. Dann könnt ihr noch einen Rabatt einsacken. Und dann sind wir also hier und hier verbessert sich auch was. Wir wissen, der e-tron war bislang in Sachen Laden eigentlich bis vor kurzem der absolute Weltmeister. Bis 80% hat er seine volle Ladeleistung gehalten und bis 100% ging es in 41 Minuten. Das ist krass, das konnte kein anderes Auto. Unerwarteterweise hat es der Genesis G80 geschafft, ihn vom Thron zu stoßen, denn der hält auch bis 80% seine volle Ladeleistung, allerdings 185 kW. Ja? Hat aber 4 Jahre gedauert, also der hat sich schon echt kräftig gehalten. So, noch viel interessanter wird es aber, wenn der Wagen effizienter ist, weil das, was ihr so schnell nachladet, geht danach nicht so schnell verloren. Also der 50er e-tron ist 40% effizienter. Und alles darüber, also der 55er und der S, die sind 30% effizienter als bisher. Jetzt sehen wir hier den CCS-Anschluss. Da ist es hier so, dass wir auch hier einen Zuwachs haben, nicht nur in der Akkukapazität. Der 50er e-tron konnte bis jetzt immer 120 kW laden. Das wird angehoben auf 150, was ja auch daran liegt, dass er ja den Akku vom alten 55er e-tron kriegt, also den NMC-Akku. Das ist ein NCA-Akku jetzt bei dem 55er und beim e-tron S, also andere Zellchemie auch. Und so kriegen wir jetzt hier statt der 150 kW Ladeleistung 170 kW Ladeleistung.
aber auf einem anderen Plateau. Das heißt, es spielt eine große Rolle, ob ihr jetzt den 50er nehmt oder den 55er, denn der 50er kriegt ja den alten Akku, wie gerade erwähnt, und der wird halt auch direkt aufbauen. Der baut auf 150 kW und zieht sie bis 80% und dann geht es allmählich nach unten. Hier ist das Ladeplateau nicht ganz so stabil, also 170 kW, sackt aber ein bisschen früher ab. Dafür schafft ihr aber den Wert von 10% auf 80% in 31 Minuten. Das ist fast BMW iX und Mercedes EQS Level, weil die schaffen auch, also zumindest der EQS schafft 31 Minuten von 10 auf 80 bei marginal größerem Akku. Der hat ja 108 Kilowattstunden netto und somit ist der neue e-tron auf Platz 3 der größten momentan verfügbaren Akkus. Denn auf Platz 1 ist der EQS mit 108 Kilowattstunden, dann kommt der iX mit 105 Kilowattstunden und der hier hat 104. Also eigentlich auf Augenhöhe mit dem BMW iX. Dann stellt sich die Frage, wie sich beide natürlich in der Effizienz anstellen. Da bin ich schon sehr gespannt auf die ersten Tests diesbezüglich. Weil da wird der jetzt richtig gefährlich für den iX, weil wir jetzt eben auf Augenhöhe in Sachen Akkutechnik und auch Nachladetechnik sind und vielleicht sogar Effizienz, weil der CW-Wert ist jetzt bei 0,24 bzw. bei 0,26, je nachdem, ob ihr euch für den Sportback oder für den normalen entscheidet. Da geht ja letzten Endes die Aerodynamik ein bisschen besser, ne, durch dieses Sportback-Hack als jetzt hier. In Sachen Kofferraum bleibt natürlich alles beim Alten. Jetzt mal gucken, ob ich mich an die Zahlen richtig erinnere. Ich glaube, ja genau, 660 Liter müssten es hier sein beim normalen SUV-Hack und 615 Liter sind es ziemlich sicher, glaube ich, beim Sportback. Das heißt, man hat einen kleinen Einschnitt durch die Dachlinie, aber dafür halt auch bessere Aerodynamik bei der Sportback-Variante. So schaut das aus. Genau. Also, wir haben viel größere Akkus bei allen Modellen, viel bessere Effizienz und auch viel größere Akkus, habe ich das schon gerade gesagt? Ich bin schon so fasziniert davon, weil ich hätte gedacht, okay, die hauen jetzt irgendwie noch einen Zehner drauf oder so, aber 20 Kilowattstunden netto fast ist schon echt heftig. Wie schaut das aus mit den Fahrdaten? Da seid ihr bestimmt interessiert und das ist ein Punkt, wo es tatsächlich kein Update gibt, irgendwie, außer beim 50er. Der 50er profitiert in diesem ganzen Update am allermeisten, denn der wächst von 230 auf 250 kW in der Motorleistung und schafft nun den Sprint von 0 auf 100 schneller. Ja, beim 55er ist es auch schneller, aber da ändert sich nichts an der Motorleistung. Also es sind nach wie vor 300 kW respektive 408 PS über den Boost. Das heißt, man zieht den Gangwahlhebel in S und gibt dann Gas und dann hat man 8 Sekunden lang diese volle Power. Macht man das nicht, hat man halt nicht die volle Power. Beim e-tron ist es auch so, dass so dieses Gasgebenverhalten etwas verhaltener war immer, als jetzt zum Beispiel beim EQC, der war immer so ein bisschen vehementer bei gleicher Leistung, was daran liegt, dass es dort keinen Boost-Mode gibt, sondern einfach sofort so losgeschubst wird. Das war beim e-tron immer ein bisschen anders. Der hat so ein anderes Klientel angesprochen für diejenigen, die diesen Schubser gar nicht so wollen vielleicht. Müssen aber diejenigen, die den Schubser wollen, natürlich auch wissen, dass man den hier nicht so krass hat. Klar, bei der S-Variante schon, ne? Aber auch anders so von der Charaktereigenschaft. Wir haben hier nach wie vor die 503 PS über die drei Motoren. Ja, also auch bei der S-Variante ändert sich da nichts. Die Beschleunigung geht in 4,5 Sekunden vonstatten, wie auch bisher. 5,6 Sekunden sind es bei dem 55er und 6,2 sind es beim 50er e-tron. Wie gesagt, der 50er, ich zeige immer auf den, das ist nicht der 50er, aber um das mal so ein bisschen abzutrennen, habe ich das mal hier so gemacht. Wir haben auch neue Felgendesigns. Es gibt eine große Felge, die hier schade leider nicht drauf gemacht worden ist. Das ist eine 21 Zoll Felge, eine Aero-Felge, aber in schwarz oder wahlweise silber. Das sind jetzt die bisherigen Designs, so ziemlich ähnlich dem bisherigen Design. Und die sehen schon echt fett aus. Also trotz dessen, dass es eine Aero-Felge ist, haben sie so ein bisschen was von Maybach. Das ist so eine geschlossene Fläche und sehr massiv wirkend, also sehr, sehr schön auf jeden Fall. Also was sagt ihr dazu, dass man hier optisch nicht viel gemacht hat, sondern nur so leichtere Tuschen? Ist das für euch ein neuer e-tron oder nicht? Und was sagt ihr zu den technischen Daten?
Denn die sprechen doch auch auf jeden Fall für sich. Jetzt gucken wir noch mal innen, denn ich denke, e-tron-Fans werden sagen, okay, wenn jetzt so viel technisch aufgebessert wurde und Kundenfeedback eingeholt wurde und auf Basis dessen die Verbesserungen gemacht, dann muss ja innen was passiert sein. Und da stellt sich die Frage, wie viel ist da innen passiert? Das zeige ich euch jetzt. Deswegen ab in den Innenraum. Mindestens so interessant wie die technischen Neuerungen und natürlich auch die Optik außen ist die Optik innen, weil da verbringt man ja die meiste Zeit und da war es schon Zeit für ein Refreshment, oder? Und genau deswegen hat Audi auch leider keins gemacht. Ich würde jetzt gerne so einen Grillen zirpen, vielleicht denke ich dran, drunter legen. Ja, Leute, keine Ahnung. Also wirklich Chapeau und Applaus für all das Technologische, womit ihr euch nach vorne katapultiert. Aber hey, wo ist denn hier das Update innen, Mensch? Es ist irgendwie so, ich weiß nicht. Also es sind so ein paar Dinge, die ich schon bei meinem e-tron so ein bisschen bemängelt habe. Vor allem, wenn er Q8 heißt. Den Q8, also den Verbrenner, den bisherigen Q8, den kriegt man ja wahlweise mit allen möglichen Lederpaketen. Ja, der steht ja auch über dem Q7. Der hier ist aber auch ein Q8 jetzt, nur halt ein Q8 e-tron. Und hat hier trotz dessen, schaut mal, hier ist beledert, das ist ja optional. Das hatte Francesco ja auch im Sportback. Und hier hast du aber trotzdem wieder dieses Plastik. Und wir haben gerade, wo haben wir gerade drin gesessen? In diesem Genesis, ne? Genesis GV70 haben wir ja gerade gedreht. Da ist alles Leder, Mann. Egal, wo du hinguckst. Und der kostet dann 67 im Grundpreis. Ja. Und gut, hat nicht mal ansatzweise so einen großen Akku mit seinen 77 Kilowattstunden. Aber was ich sagen will, ist hier, schaut mal, was ist denn das? Das hätten Sie doch, schaut mal da. Das ist, wie sieht denn das aus? Verflucht. Ich hätte mir das so gewünscht, Leute, ich bin so ein großer e-tron-Fan. Der e-tron und ich, wir werden immer eine ganz besondere Geschichte haben. Das Letzte, was ich will, ist, dieses Auto zu kritisieren. Am liebsten würde ich hier alles hochloben, aber ich kann Dinge nicht hochloben, die ich bei anderen Autos kritisiere. Und wir sitzen hier jetzt im e-tron S Sportback in einem 100.000 Euro Auto in der Basis als Sportback. Dann kommt Head-Up-Display dazu, was wir haben, was natürlich auch kein Augmented Reality Head-Up-Display ist, also auch hinten dran im Gegensatz zu Mercedes zum Beispiel oder zu Genesis oder was auch immer. Und dann kriegen wir hier keinen Velour-Himmel, sondern nur das. Dann kriegen wir hier nur das. Also ich meine, ihr wollt ja, dass ich kritisch bin. Und zwar nicht nur mit den Marken, die ich irgendwie, wo ich keine solche Verbindung sehe, sondern auch mit den Marken, wo ich eine Verbindung sehe. Und da bin ich hier einfach kritisch. Dann hier, ne, unten. Was ist denn das, Mann? Verstehst du? Also ich habe das ja auch beim EQE SUV kritisiert. Da ist ja noch härteres Plastik unten. Aber wenigstens ist da der Rest noch luxuriöser. Dann haben wir hier diese zwei Bildschirme. Die sehen wir ja jetzt seit 2018 schon so. Ne? Die hat auch der Q7 meiner Frau. Und ich finde das überholt. Nicht zuletzt, weil ich ja jetzt im EQS diesen Hyperscreen habe. Oder das vertikale Display beim EQE. Oder, keine Ahnung, bei BMW. Diese großen Queren. Das ist einfach nicht mehr up to date. Und ich hätte mir gewünscht, dass man zum Beispiel ein anderes Interface macht. Ja, irgendwie so. Jetzt klicken wir mal hier drauf auf diese Ladesäule. Es ist nach wie vor alles genau das Gleiche. Ja, also dieses System ist einfach nicht mehr so am Zahn der Zeit einfach. Was sagst du denn, Francesco, dazu? Du hast jetzt fast schon wieder geheult, als du dich reingesetzt hast, ja, aus Renaissance, dem e-tron gegenüber, der verunfallt ist bei dir. Was sagst du jetzt zu dem System? Du bist ja ein Audi-Fanboy. Was sagt ein Audi-Fanboy durch und durch zu diesem System? Ich bin auch enttäuscht. Sogar sehr. Dann hatte er auch keine Ladeplanung sicherlich. Doch, hat er doch bis jetzt auch. Ja, ja, aber... Natürlich hat er eine Ladeplanung. Klar, die können wir auch direkt mal ausprobieren. Das machen wir jetzt einfach mal. Einen Moment. Jetzt klicken wir mal auf München. The route is being calculated. Das ist schön. Also natürlich hast du eine Ladeplanung. Alter, hast du das schon vergessen, dass du in dem Auto saßt? Also überarbeitet halt. Ja, überarbeitet nicht. Das ist halt das Problem, ne? Und das finde ich schade, dass du halt hier... Klar, das funktioniert eigentlich so ganz gut bislang. Und wenn du hier rausgehst, das ist hier HPC. Was ist, wenn wir da zum Beispiel drauf drücken? Dann können wir uns bestimmt doch mal die Infos dazu angucken. Ja, bei Mercedes zum Beispiel, was ich lobe, weswegen ich auch einen fahre, ist, dass du da zum Beispiel direkt in der Anzeige siehst, auf der Route, wie viele Ladesäulen sind frei an der Ladesäule. Also wie viele Ladepunkte oder so. Ne? Auch die eindeutige Kennbarkeit. Gut, hier steht HPC und AC. Das sieht man dann auch. Also hier wissen wir, das ist schon auf jeden Fall eine höhere Ladeleistung. Irgendwie, ja, also ich vermisse hier halt so ein bisschen die Aktualität. Es ist wirklich genau das Gleiche wie bislang. Und das hätte man tatsächlich updaten können, in meinen Augen. Wir haben den e-tron Routenplaner an.
Ich weiß jetzt nicht, warum der das jetzt nicht geplant hat. Kann jetzt an einem Fehler meinerseits liegen, aber glaube ich jetzt gar nicht. Es sind 847 Kilometer, wenn wir da drauf gehen. At Charging Station at Eton Route Planner. So, da haben wir es. Jetzt macht er das halt mal, aber es ist halt nicht so paff, 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 dass er das voll ballert und schnell macht. Das ist halt, ja, leider muss ich sagen, das ist ein überholtes System. Damit müsst ihr leben. Audi, ich habe ja den Akku gelobt und alles und dieses, dass ihr aus dieser selben Karosserie so viel mehr Effizienz rausholt, auch ganz top, ja. Hier sehen wir jetzt die Ladesäulen, jetzt gehen wir auf Accept. Aber warum macht er das zum Beispiel nicht gleich? So, versteht ihr, was ich meine? Also, dass ich es eingebe und einfach gleich die Route geplant ist, inklusive der Ladesäulen. Jetzt können wir da so rauszoomen. Ne? Aber es ist halt einfach, es ist natürlich nach wie vor eine sehr schöne Haptik, machen wir uns nichts vor. Aber es ist halt einfach nicht mehr so, ja, hier sehen wir den ersten, ne? Immerhin, wo wir sind, also da hast du deine Ladeplanung, Francesco. Ne? Kannst du dann hier auch drauf gehen und dann siehst du ja hier auch, also es ist jetzt nicht so, dass du keine hast, das ist schon unfair, ne? Du siehst hier, du kommst mit 13% an, lädst 35 Minuten, 337 Kilometer, ne? Also du siehst hier alles, also das ist jetzt unfair zu sagen, dass das nicht so ist. Also was Neues. Aber was Neues halt, ne? Auch vielleicht so ein bisschen mehr Filtermöglichkeiten, zum Beispiel bezogen auf Ladesäulen oder irgendwie sowas. Ja, das wäre nett. Dann hier unten natürlich die gleiche Kulisse zum Schalten. Ne? Das ist dann hier so Vorwärtsgang und dann nochmal ein S. Dann habt ihr diesen Boost-Mode, dann Park seitlich. Dann das hier ist genau gleich. Die Belegung der Tasten ist hier auch genauso. Wie ist eigentlich die Rückfahrkamera? Die ist etwas verzerrt irgendwie, ich weiß nicht. Aber die war eigentlich immer gut. Das einzige Problem, die digitalen Rückspiegel, da gucken wir mal rein. Ich empfehle euch die nicht, auch wenn sie geil sind, weil die Felgen zu sehen ist damit wahnsinnig schwer. Es ist wahnsinnig schwer, ja. Also da kann man umschalten dann und das so einstellen. Aber wie ihr seht, können wir den unteren Rand der Felge nicht sehen. Das bildet das Spektrum der Kamera nicht mehr ab und somit radiert die halt mit den 22 Zöllern das ab. Das kann schon passieren. Deswegen lieber nehmt die großen Spiegel, die sind ja auch silberfarben bei der S-Variante. Die Sitze sind nach wie vor toll. Ich hatte ja auch diese Sitze im e-tron S. Ich hatte dann die Kontursitze, die Monaco-grauen, also die gemütlicheren in dem Sportback, den der Francesco dann gefahren hat. Ich zeige euch jetzt mal die Sitze, weil die haben auch ein Update. Mach mal hier das aus. So, also es ist genauso optisch das Gleiche. Ne, es gibt lediglich im anderen drüben rote Ziernähte und halt andere Sitze, also die bisherigen Sitze. Es hat sich nur am Design was geändert, nicht an den Sitzen per se. Und was sich auch noch geändert hat, ist im Scheinwerfer eine Darstellungsmöglichkeit, die ich euch jetzt mal schnell einblende. Denn der Wagen ist in der Lage, gewisse Warnhinweise auf die Straße zu projizieren. Einmal zum Beispiel online basiert, wenn ihr eine Meldung kriegt, also der Wagen eine Meldung kriegt, dass da eine Panne ist vor euch, dann wird so ein Dreieck auf die Straße gebildet. Also von den Scheinwerfern projiziert. Und wenn ihr zum Beispiel die Spur wechselt auf der Autobahn, wird auch so ein ganzer Teppich angezeigt mit Spurführungsmarkierungen, auch für die Landstraße, dann aber ohne Teppich, sondern nur die Spurführungsmarkierungen, damit ihr seht, wie breit das Auto ist und wo ihr tatsächlich noch durchpasst. Also rein, also hier, ne, Plastik, ne? Hier ist es zwar noch Leder, aber auch nur, weil das Lederpaket mit drin ist. Also ist mir halt einfach, hier schaut mal hier auch oben. Das ist halt einfach auch irgendwie, na, ich weiß nicht, das hier. Und das da oben. Also innenraumtechnisch hat Audi leider nicht das gemacht, was ich erwartet hätte. Was den Wagen nicht schlecht macht, weil langstreckentauglich ist er jetzt trotzdem umso mehr. Und ich würde ihn auch wieder nehmen, definitiv. Aber das würde immer mitschwingen, so wie es bei mir immer mitgeschwungen ist, dass es mich stört, dass einfach da so diese Fensterleiste so aussieht. Dieses Material, was ist denn das? Also vor allem, du hast halt auch hier immer so Hautabrieb vom Ellbogen. Das heißt, du hast immer so Streifen, wenn du deinen Ellbogen ablegst. Das ist einfach nicht die materielle Anmutung, die ich mir erwarte. Vor allem, weil wir ja sehen, wie man es beim Q8 kann, wenn man will. Also bei der Verbrennervariante. Also warum hat man hier kein Update gebracht? Verstehe ich leider nicht. Gut, Frunk haben wir nach wie vor auch. Der ist ziemlich groß. Den blende ich euch jetzt mal schnell ein. Da kann man ordentlich was reinlegen. Kabel, meinetwegen sogar. Hat ein Juice Booster reingepasst vorne in den Frunk. Habe ich nie rein, weil wegen der Tasche. War immer im Kofferraum, oder? Ohne Tasche würde schon klappen. Ohne Tasche würde schon klappen. Also ein großer Frunk auf jeden Fall. Das hatte dem Q4 voraus. Der hat nämlich keinen. Basiert ja auf der MEB-Plattform. Ja, das war's zum Thema Innenraum. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Thema im Abschluss. So, Preise und ein Fazit. Höchste Zeit. Und natürlich auch die Audi-Ringe, die ich euch noch unterschlagen habe bis jetzt. In weiß jetzt, auch in so einer ganz neuen Haptik oder halt in schwarz.
sehen wir gleich da drüben. Wir laufen sowieso drüber. Oder rüber. Ne, drüber laufen wir nicht. Das würde Audi, glaube ich, nicht so gerne sehen. Also, kommen wir mal zu den Preisen. Da sind wir bei einem Thema, das sicherlich am interessantesten ist. Allerdings glaube ich auch, dass diese Fahrzeugklasse tendenziell eher geleast als gekauft wird, weil ja doch sehr teuer. Und also nicht zu teuer, sondern einfach teuer. Und das sind halt meistens Selbstständige, irgendwie Firmeninhaber oder höhere Angestellte oder sowas, die dann meistens Leasings machen. Aber ihr wollt ja wissen, auf was euer Leasing basiert. Und das wird folgendermaßen sein. Er ist teurer geworden, so wie alles momentan. Aber das liegt nicht daran, dass alles teurer geworden ist und Audi jetzt auch diese Welle reiten will, sondern es liegt daran, dass ihr mehr fürs Geld kriegt. Es gibt ja nur noch das Advanced-Paket und das S-Paket. Das ganz Kleine gibt es nicht, erfreulicherweise, weil es war auch nicht so besonders hübsch. Also der e-tron konnte auch nicht hübsch sein, wenn man dieses Basispaket hatte. So kriegen wir zum Beispiel nur noch lackierte Radkastenumrandungen. Ja, und nicht mehr diese schwarzen. Das, dann habt ihr viel mehr Akku, viel mehr Ladegeschwindigkeit, mehr Power, ganz speziell beim 50er. Da kostet der Einstieg jetzt 74.000 Euro. Zuvor waren es 69.000. Also es sind 5.000 Euro mehr, die aber völlig gerechtfertigt sind in meinen Augen, weil man auch wirklich mehr kriegt. Dann gibt es den 55er. Da kostet der Einstieg 85.000 Euro, immer und ein paar zerquetschte. Also 11.000 Euro mehr als der 50er. Und darüber steht dann natürlich der S, den es ja auch mit diesem Heck gibt. Und der kostet dann 95.000 und ein paar zerquetschte. Jeweils 2.250 Euro draufrechnen müsst ihr, wenn ihr den Sportback wollt. Ja? Das heißt, wollt ihr den 50er als Sportback, dann kommen auf die 74.000 Euro nochmal 2.250 Euro drauf und so weiter und so fort. Das heißt, bei der S-Variante als Sportback seid ihr bei fast 100.000. Dann noch ein bisschen Ausstattung hier und da, wie zum Beispiel Head-Up-Display, 22 Zöller und so weiter und so fort. Da seid ihr auf jeden Fall schon sehr, sehr deutlich über 100.000. Mein e-tron S war zum Beispiel 124.000 Euro. Ne? Und der Francesco, der e-tron Sportback, den er von mir hatte, der war bei 112.000 Euro und das war ein 55er. Ja? Also bei Audi sowie auch bei Mercedes und BMW kann man schon ordentlich dazu ausstatten. Ist halt nur die Hoffnung nicht gestorben, dass da weiter die Leasingraten so attraktiv sein werden, wie sie bisher waren und der Wagen genauso einen großen Erfolg genießt wie bis jetzt. Das sind also die Preise. Was finde ich nicht gut? Es gibt immer an jedem Auto etwas, das ich nicht gut finde. Genauso wie bei meinem EQS gibt es Dinge, die ich nicht gut finde und die ich ganz toll finde. Ganz toll finde ich die Updates, die hier gemacht worden sind. Also die Akkugröße hat mich enorm überrascht. Die Effizienz, dass sie das gemacht haben und so gut verbessern konnten, ist super. Denn damit spielt er wieder in der absolut ersten Liga mit. Das konnte er zuletzt jetzt nicht mehr so ganz, weil ja der iX kam, weil ja der EQS kam, der EQE. Da wurde ihm so ein kleines bisschen der Rang abgelaufen, nach 4 Jahren verständlich. Jetzt ist er wieder mit voll im Game. Was ich schade finde, da kommen wir dazu, und das hat nur mit Designsachen zu tun, ist, dass man hier trotz des Feedbacks der Kunden nicht zum Beispiel so eine schwarze Umrandung gemacht hat. Stellt euch das nur mal vor, man hätte hier so eine leicht schwarze Umrandung, einfach nur ganz leicht. Das würde ihm nochmal so einen ganz frischen und auch eleganten Touch geben. Und dann, was ich sehr schade finde, und das finde ich dann wirklich schade, ist, dass der Innenraum kein Update erfahren hat. Wenn man sich doch das Kundenfeedback eingeholt hat und auch darauf basierend dieses Auto so stark und signifikant verbessert hat, warum dann nicht im Innenraum? Wir haben ja selber noch einen Audi in der Familie, den Q7, den Plug-in-Hybriden. Und jedes Mal, wenn ich mich da so reinsetze, mittlerweile, vor kurzem, so vor 1,5 Jahren war das nicht so, aber wenn ich mich reinsetze, denke ich mir so, boah, also so im Gegensatz zum Hyperscreen des EQS oder auch zum BMW iX, ne, mit dieser neuen Innenraumgestaltung, alles einfach komplett neu. Also BMW ist weggegangen von seiner bisherigen Strukturstrategie, hätte ich mir das hier halt auch gewünscht. Ja? Das Display ist sehr klein letzten Endes. Ne? Also selbst das kleinste Display bei Mercedes ist um ein Vielfaches größer als hier. Und bei so modernen und technologieversierten Autos ist es, glaube ich, wichtig, einfach den Kunden da das Up-to-Date-Technologie zu haben. Und das sehe ich hier so im Innenraum nicht. Klar ist er schön, aber mir fehlt halt so ein bisschen auch das Shishi mit Velourdach und so diese ganzen Geschichten auch in der Tür nach wie vor, was so diesen Premium-Aspekt so ein kleines bisschen unter
Mercedes stellt, wobei, da hast du halt beim EQE-SUV ja eigentlich auch Hartplastik unten in der Tür, also allzu sehr drüber stellen dürfen wir den nicht, aber durch den Hyperscreen gewinnt man da halt nochmal, Mercedes ist das von innen nochmal ein bisschen feiner, ne? Das hätten sie machen müssen. Hätten sie das getan, dann wäre der hier wieder the King of the Road, wird er wahrscheinlich sowieso sein mit seinem Akku und seiner Nachladegeschwindigkeit. Finde ich tipptopp. Also Audi hat da echt extrem überrascht. Man könnte vielleicht auch sagen, sie waren sehr mutig und haben hier eigentlich nichts geändert und haben ein komplett neues Auto auf Basis einer alten Karosserie aufgebaut, was jetzt negativer klingt, als ich es meine. Ich meine es ehrlich gesagt positiv. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Und schaut vorbei auf Evium, wenn ihr auf der Suche nach dem e-tron seid, aber den neuen nicht bezahlen könnt. Es gibt viele Gebrauchte auf dem Markt. Die sind da natürlich sehr interessant, momentan sowieso, wegen Neuanschaffungen vielleicht. Ein bisschen kritisch für manche. Und ihr könnt auch neu konfigurieren und probiert auch unseren Rechner aus, wo ihr euren bisherigen Verbrenner in Sachen monetärer Bilanz und auch CO2-Bilanz vergleichen könnt. Was kosten euch 20.000 Kilometer im Jahr mit eurem Verbrenner jetzt und dem e-tron, ja, indem ihr die Verbrauchswerte eintragt und dann berechnet dieser Rechner das. Da könnt ihr vorbeischauen, das ist neu. Und ansonsten, ja, dann war es das mit dem e-tron hier von der Carmaniac World Tour, die wir hier mit Francesco hinter uns haben, innerhalb von 5 Tagen. Denver, Frankfurt, Nizza. 4 verschiedene Reviews gedreht, jetzt reicht es auch irgendwann. Ihr könnt in der Zwischenzeit noch die Daten von dem Auto hier genießen und wir machen uns wieder ab nach Deutschland. Hier, ciao aus Nizza. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst.